ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Und wir sind zurück bei Hank und Connor. Hier ist. Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Da steht doch auch einer mit einem Absperrband. Dann mal los. Ach, Hank. Scheiße. Ach, Hank. Das meine ich, diese Softwareinstabilität. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Da ist doch bestimmt die aus Jericho ausgebüxt von hier. Okay. Connor! Was zur Hölle machst du da? Lass mich doch mal, Lieutenant. Lass mich doch mal gucken, Mensch. Ich kenne sowas nicht. Ich hatte echt nichts damit zu tun. Läuft gerade erst an, Sir. Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Hey, Hank. Hey, Ben, wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, übrigens, Gavin ist auch da. Oh, toll. Ein Toter und ein Arsch. Doch genau das, was ich brauche. Wer ist Gavin? Ach, der. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Ja. Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht's hier doch nach Alp. Nacht, Lieutenant. Ach, der Android ist auch tot. Das ist echt. Ja, aber das hätten wir auch gesehen, dass das blaues Blut ist, oder Connor? Also jetzt mal ehrlich. Oder bist du farbenblind? Connor, Hank, ich muss dir mal... ich muss hier mal hin, ich muss den untersuchen hier. Upsala, Entschuldigung. Michael sieht der wirkt aus. Die Augen. Schwere Blutergüsse. Ja. Ach, hier. Herzstillstand. Herzanfall nicht Todesursache. Wurde erwürgt. So schlau war ich auch schon. Okay. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja. Er hat Druckstellen an. Aber hier fehlt noch was. Guck mal. Seinem Hals. Aber das beweist gar nichts.
Vielleicht steht er ja drauf. Im Führerschein steht Michael Graham. Kredit? Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Ich werde dir ein paar Fragen stellen. Kannst du sprechen? Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht! Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Dann hat der andere Android ihn erwürgt. Ist das richtig? Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Oder die ist verletzt. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Kannten Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie. Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es schon mal eine mit den Androiden? Nein. Was brauchen Menschen? Gut, einmal. Vor zwei bis drei Monaten war einer weg. Gleiches Modell. Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Sie haben nicht zufällig eine Überwachungskamera hier, ja? Auf keinen Fall. Ich meine, deshalb kommen die Leute ja in den Eden Club. Ist das da? Niemand weiß, wer hier ein- und ausgeht. Ja, natürlich. Die Geschäfte laufen gut, stimmt's? Ja, kann ich klagen. Das Gute an Ihnen ist, Sie sind zu allem bereit. Man holt sich bei Ihnen nichts und, Sie schweigen wie ein Grab. Da lässt man die Sau raus. Tja. Ja, je mehr ich über Menschen weiß, desto mehr mag ich meinen Hund. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja. Hallo, 30 Minuten kosten 29,99. Bitte bestätigen Sie den Kauf. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Eden Club wünscht Ihnen eine Abonnement. Na, bitteschön. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Wir gehen hier hinterher. Oh, Entschuldigung. Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da?
Hä, und jetzt? Ich komme hier nicht weiter. Was stand da, dass der Verdächtigen gefunden nächsten Androiden überprüfen? Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Wo war die Tür? Hier. Na dann vielleicht er hier. Hey, was soll ich mit dem? Probieren wir den hier. Hoffentlich fällt's das. Muss ja hier vorbeigelaufen sein, oder? Da. Und zurück in den Club. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Verdächtige außer Sicht, überprüfe andere Androiden. Okay. Mist. Aber die ist doch da reingelaufen. Nein. Ich habe die Spur verloren. Da. Und sie hat die nicht gesehen? Okay. Gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Nee. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Quatsch. Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Warte mal, wir sind, die ist hier reingekommen. Da muss es einer von denen hier. Da ist sie. Im blauen Raum. Genau. Wie das? Mal verlassen, sicher. Hier.
Okay. Wie viele Sekunden wollen wir sein? Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Was ist mit dem denn? Da. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Komm, jetzt haben wir alles Geld ausgegeben. Jetzt gehen wir hier zu Ende. Warte. Ich übernehme das jetzt. Ist sie das? Connor, das ist blaues Blut, das musst du nicht in den Mund nehmen, das sieht man doch. Hier war doch auch was angezeigt. Nee, dahin? Verdammt, schau sie dir an! Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll! Ja. So läuft das, Hank. Hier. Die Leute sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich lieber einen Androiden. Die kochen für dich. Gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik kaufen, statt einen anderen Menschen zu lieben. Tja. Ich raff's nicht. Suche nach Spur aus blauem Blut. Ja, aber das habe ich doch gefunden, die Spur. Keine Bewegung! Ach, Hank. Ach, das ist wieder dieses Maus-Tastatur. Ja. Ja.
Schnell, sie entwischen uns! Aber die lieben sich. Glaube ich. Dieser Mann erschlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben. Und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Ist vermutlich besser so. Ich werde das sofort setzen, glaube ich. Ich werde so entscheiden, wie ich entscheiden würde und nicht, wie ich denke, dass Connor entscheiden würde. Dafür kann ich es noch ein zweites Mal spielen oder ein drittes oder ein viertes. Okay. Sind sie entkommen? Das war ein Secret. Finde ich super. Ihr Lieben, ich beende das an der Folge, sonst wird es wieder eine Stunde, wenn ich jetzt noch eine aufnehme. Es ist halt jetzt nicht ganz eine halbe Stunde, aber das macht, glaube ich, nichts. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Es bleibt spannend. Bis dahin. Bye, bye.